Mein Leben vor der Impfung war ja viel sportbelassen, viel mit Freunden unterwegs, feiern gewesen. Und mein Leben nach der Impfung ist vergleichbar mit einem, ja, mit einer Oma. Das Leben ist dann einfach nicht mehr lebenswert. Sie hat sich einen Schutz für Gebärmutterhalskrebs versprochen. Direkt nachdem die Impfung dann durchgeführt worden war, ging es ihr rapide schlechter und sie ist jetzt praktisch erwerbsunfähig. Zu sehen, wie das Kind leidet, wie es weint vor Schmerzen, dass man ihr helfen muss. Und das in dem Alter, das ist schlimm. Es ist wirklich. Über die Hand. Wie wir es hatten gerade, ne? Und los, bitte. Mein Alltag hat sich besonders verändert. Also früher war ich sportlich viel aktiv, bin viel Inliner gefahren, Fahrrad, Motorrad, Sport, also Selbstverteidigung oder auch mit dem Schwert gekämpft. Das geht leider nicht mehr. Und dann habe ich mir halt Hobbys gesucht, die noch funktionieren, wie zum Beispiel Sticken. Es hilft auch bei der Motorik mit den Händen, dass die nicht zu steif werden. Mein Alltag läuft komplett anders ab. Ich muss gucken, wie geht's mir morgens, dann kann ich schauen, kann ich ein bisschen was machen im Haushalt oder nicht. Und es ist halt alles von jetzt auf gleich zu organisieren und nicht weit planbar. Okay, bitte. Na, Maus. Und bitte. Ja. Und bitte jetzt. Bitte Füße drauf. Bitte losfahren.
Im Alltag greift meine Mutter mir eigentlich fast überall unter die Arme. Wenn ich trinken will, macht sie mir die Flaschen auf, da ich selber meistens die Kraft nicht dazu habe, die Verschlüsse aufzukriegen. Beim Essen schon, das Fleisch schneiden oder morgens beim Anziehen, beim Duschen, also eigentlich was alles anfällt. Wenn ich meine Mutter oder auch meine Familie nicht hätte, wäre ich arm dran, sagen wir es mal. Also ich könnte nicht zu Hause wohnen bleiben, ich müsste wahrscheinlich in einer Art betreutes Wohnen oder so und das wäre doch mir recht unangenehm. Da bin ich doch froh, eine Familie zu haben, die hinter mir steht. Super. Dich nochmal so ein bisschen abdrückst, genau. Gut. Und bitte los. Legst du mal zur Seite und nimmst die andere weg. Legst du wieder hin. Das Gespräch mit meiner Ärztin lief nicht ganz so toll. Und zwar, ich habe zwar gefragt, was für Nebenwirkungen und Risiken da sind, und da kam nichts anderes als, ja, grippeähnliche Symptome, und das war es im Großen und Ganzen. Die Frau fragt aber, wer wundert sich denn schon, wenn man mal ein bisschen krank ist? Ich meine, dadurch, dass ich sowieso relativ häufig in meiner Kindheit krank war, war es für mich auch nichts Verwunderliches. Und so hat sich das dann hingezogen. Dann kam dann auch Übelkeit später dazu und Kopfschmerzen. Aber es war einfach keine Verbindung zur Impfung da gewesen. Ja, aber nach der Abschlussprüfung bzw. nach der Probezeit konnte ich dann von heute auf morgen nicht mehr laufen und bin nachts vor Schmerzen aufgewacht. Ich wusste nicht mehr,
was ich tun sollte, habe für 15 Stufen eine Dreiviertelstunde gebraucht, um dann von meinem Raum zu den meinen Eltern zu kommen. Es war einfach nur unschön.